Ich darf Sie nach langer Pause wieder bei uns einmal in der Schlösslergasse begrüßen. Aber Schuld war auch ein katholischer Feiertag, wie auch nächste Woche der Donnerstag von Leichnam. Sie werden alle bei der Prozession sein, ich auch, und sicher nicht hier. Und heute haben wir Gott sei Dank einen freien Donnerstag. Und ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur heutigen Abendveranstaltung. Sehr herzlich begrüße ich auch den Magister Walter Dancic. Ich muss fast ein bisschen persönlich werden. Er hat ja mich als Journalist, würde sagen auch als Plage erlebt, viele Jahrzehnte, wo ich mit ihm in Kontakt war und ihm also noch in Amt und Würden als Abgeordneter und als Generalsekretär des ÖAB erlebt habe und immer überrascht war, wie freundlich er sein konnte, wie offen er auf andere Menschen zugehen konnte und auch über unsere Verbindung, über das Dr. Karl Kummer-Institut war mir klar, dass seine sozialpolitischen Vorstellungen alle, na sagen wir ruhig, kirchlich oder christlich geprägt waren. Also so ein bisschen zur Person von Dancic, dass Sie sich was vorstellen können unter dem Mann, den wir aber schon einige Male hier gesehen haben. Nur aufgetreten ist er noch nicht, aber das tut er heute und zwar zu einem, würde ich sagen, historischen Thema. 90 Jahre österreichischer Staatswiderstand. Wenn Sie zurückrechnen, kommen Sie in die Zeit von Dollfuß und Schuschnigg und wissen, es kann sich nur um den Widerstand gegen den Nationalsozialisten handeln, der damals natürlich in Österreich aktuell gewesen ist und der heute völlig falsch dargestellt wird. Es wird ja so getan, als wären alle Österreicher damals Nazis gewesen. Auch alle Deutschen waren keine Nazis, ja? Sondern es hat sich immer in beiden Fällen eher um eine Minderheit gehandelt. Die Nazis haben es halt gut verstanden, die Volksgemeinschaft zu organisieren. Da musste man dabei sein, ob man ideologisch ein Nazi war oder nicht, war dabei also völlig gleichgültig. Und warum das Thema auch heute noch wichtig ist, ich habe es schon angesprochen, weil heute sogar die Russen beschimpfen die Ukrainer als Nazis. Der Begriff hat sich verselbstständigt. Es ist jeder, der nicht in einer gewissen Richtung funktioniert und denkt, eigentlich als Nazi verdächtig. Ja? Und glauben Sie nicht, dass wir unseren Ruf als Nazi-Gefolgschaft bis 1945 schon losgeworden sein. Immer wieder taucht das auf. Und es geht ja noch weiter zurück bei den Antisemitismus, wenn Sie denken, was man jetzt mit dem Denkmal von Dr. Lueger vorhat, das um 3,5 Grad zu neigen. So ein Irrsinn, ja? Ja. Wie wenn ich. Und dabei, er war ja nicht so ein krasser Antisemit. Von ihm stammt ja das Wort, wer ein Jude ist, das bestimme ich. Ja? Das war der Dr. Lueger. Ja? Und da kann man sich schon vorstellen, das kann kein fanatischer Antisemit gewesen sein. Und genauso wie in Österreich gegen den Eintritt ins Reich, ins Großdeutsche Reich, hat es sicher Widerstand gegeben. Und gerade
Trollfuß und Schuschnigg sind ja beispielhaft für diesen Widerstand. Wenn Sie denken an seine letzten Worte von Schuschnigg: Gott schütze Österreich. Aber der liebe Gott hat leider was anderes zu tun gehabt, er hat uns nicht geschützt. Und jetzt laufen wir ja, vielleicht haben Sie das in der Corona-Krise auch selber ein bisschen schon spüren können, die Freiheiten werden eingeschränkt, die Rechte der Bürger werden eingeschränkt. Und dahinter verbirgt sich der Globalismus, eine weltweit gewordene Seuche, die den Menschen alles nehmen will. Und wenn er keine Freiheiten und keine Rechte mehr hat, sagen die Globalisten, dann wird er glücklich sein. Ja? Also diese Absurdität, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die wurde auch in ähnlichen Worten schon ausgesprochen. Stammt nicht von mir, diese Überlegung. Ja, ich glaube, ich habe genug geredet. Und viel spannender ist aber das, was uns der Magister Dancic sagen wird. Ein guter Vortrag soll nicht durch eine schlechte Entschuldigung eingeleitet werden, aber ich muss trotzdem eine bringen, insbesondere weil es auf den Kaffee geht. Der Herr Magister Dancic hat sich der Mühe unterzogen, auch eine PowerPoint-Präsentation vorzubereiten. Das hätte uns natürlich auch gefallen, dass das auch visuell dargestellt wird, was uns verbal zu sagen hat. Allein das Schicksal wollte es nicht wirklich und wir haben aufgrund einer mangelnd guten Koordination zwischen den Kollegen und mir den Schlüssel für das Büro, in dem der immer drinnen ist, nicht mobilisieren können. Das heißt also, ich entschuldige mich zuerst einmal bei Magister Dancic, dass er sich sozusagen umsonst vorbereitet hat. Aber wenn er schon umsonst bei uns vortragt, nämlich ohne Geld, hat er dann umsonst die Vorbereitung gemacht. Und bei Ihnen, dass wir sozusagen diese sicher gute Vorbereitungsleistung nicht visuell wahrnehmen dürfen. Ich wollte noch eine zweite Ergänzung bringen, die in gewisser Weise persönlicher Natur ist, aber glaube ich interessant ist und wir sollten es auch wissen, die der Weltentwurf nicht erwähnt hat. Es gibt ja auch sozusagen einen familiären Zusammenhang mit der Zeit. Der Herr Magister Dancic ist sozusagen der Schwiegerenkel, kann man das so sagen, des Enkel Adolfus. Und es ist wahrscheinlich zumindest ein Appetenzfaktor wahrscheinlich auch gewesen, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen. Aber er hat es auch unabhängig davon auch immer in seiner Zeit als aktiver Politiker, als Abgeordneter und Generalsekretär des ÖAB sehr, sehr ernst genommen, Ideengeschichte zu betreiben, um auch in der Gegenwart sich sozusagen auf dem Strom der geistigen Entwicklungen, die vor uns stattgefunden haben, ziehen zu können. Das ist ja heutzutage vollkommen abhanden gekommen und die Politiker von heute sind ja geschichtslos, beziehungsweise ihre Geschichtskenntnisse landen in den besten Fall bei ihrem eigenen Amtsantritt und das ist sozusagen natürlich für das, was sie tun, viel zu wenig. Und ich glaube, dass es daher sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns gerade in einer Zeit, in der die Vergangenheit so sehr missbraucht wird, wie auch in der Gegenwart die Menschen selbst, nämlich missbraucht wird für eine Diktatur, die wir mittlerweile haben. Und die wird unter anderem damit begründet, wir müssen uns sozusagen gegen die Fehler in der eigenen Vergangenheit schützen und die Faschismen, die wir gehabt haben, bekämpfen. Und das bezieht sich eben leider auch gerade auf diejenige Regierung, die in Wahrheit sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, was wir heute Abend hören werden, um alles auszuschöpfen, um den Nationalsozialismus jedenfalls in seiner Wirkmächtigkeit in Österreich zu verhindern. Ich persönlich freue mich, dass ich den Herrn Magister Dancic schon seit, würde ich fast sagen, ewigen Zeiten, aber das macht uns nur älter, als man schon sagen, aber ich glaube, das ist von einem halben Jahrhundert nicht mehr allzu viel entfernt, aber ich kann mich noch genau erinnern, dass es wahrscheinlich das erste Mal war, wie ich dich gesehen habe, wie du einen profunden Vortrag über das Parteiensystem in Österreich auf der Politischen Akademie gehalten hast. Also das war in den 70er Jahren, würde ich mal meinen. Nämlich für die junge ÖVP, der ich damals angehört habe und der auch angehört hat. Aber der Vortrag hat mich sehr inspiriert und sehr beeindruckt und es ist, glaube ich, selten, dass sich Politiker wirklich mit den Wurzeln dessen, wo sie herkommen und auch mit den Ergebnissen dessen, was die Vergangenheit für die Gegenwart bedeutet, auseinandersetzen. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen und auch eine Botschaft mitzunehmen, die ich, glaube ich, jetzt schon ein bisschen vorwegnehmen darf, nämlich nicht auf die Falle sozusagen hereinzufallen, immer vom Austrofaschismus zu sprechen und den Eindruck zu erwecken, als wäre das so quasi was Ähnliches oder so eine verwandte sozusagen Denkform des Nationalsozialismus. Das genaue Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Und auch die gesellschaftlichen Verhältnisse,
damals, also in der Zeit der Regentschaft durch die Sozialpartei in der Zwischenkriegszeit, war es ja in Wahrheit bitte wirklich viel, 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 viel freier, als es jetzt war. Ja? Also was die Meinungsfreiheit betrifft, also auch in einer Zeit, in der sozusagen ein geweihter Priester Bundeskanzler der Republik Österreich war, war es zum Beispiel überhaupt kein Problem, dass ein gewisser Herr Freud und seine Epigonen die Religion und die Kirche geschmäht haben, sich das nur so gescheppert hat. Und das die Folge gehabt, dass er wegen Verhetzung oder wegen Grabbeleidigung oder wegen Wehren angezeigt wurde und ähnliche Dinge mehr. Also alles das, was wir hier heute nicht können, nämlich auch sozusagen die christliche Religion oder eine andere Religion zu kritisieren oder zum Beispiel auch gegen die Regierung offensiv anzutreten, ist damals eine Selbstverständlichkeit gewesen. Also das auch nur quasi zur Relativierung dessen, was uns an Geschichtsbildverzerrungen vermittelt wird. So, jetzt war ich aber schon zu lang, das ist die zweite Entschuldigung, dass ich zu lang war. Ich freue mich schon sehr auf deinen Vortrag. Ja, meine Damen und Herren, Präsident, lieber Christian, danke für die Einladung. Bei mir war es zu nicht entschuldigen, PowerPoint. Es ist für die Leute wird es vielleicht zu langweilig, wenn sie mich nur hören. Daher werde ich mir erlauben, ein paar Dinge, die ich hier als Unterstützung aufgezeigt hätte, anzuzeigen und dann können wir spielen, uns die Landkarte vorzustellen, etc. Es ist ein historischer Zugang, aber es ist keine historische Fragestellung, die ich mit dem heutigen Abend verbinde und verbinden will, sondern eine politische zum Schluss. Wem nützt die aktive und aktuelle Verfälschung der österreichischen Geschichte? Zum Eingang. Vielleicht auch noch das andere. Ich bin auch nicht mehr parteipolitisch tätig. Ich halte mich auch zurück mit Kritik. Ich habe das selbst in meiner aktiven Zeit nicht gern gehabt, wenn mir die Ehemaligen gesagt haben, wie gut sie waren. Es fällt mir aber manches Mal schwer. Ich bin aber sehr wohl politisch aktiv, wenn ich auf Dinge aufmerksam mache in verschiedenen Bereichen, wo Entwicklung zu gestalten ist. Ich habe erst vor 14 Tagen in der St. Lambrecht Gesellschaft für Zukunftssicherung mir erlaubt, es kommt jetzt der auf YouTube auch, in einer Diskussion darauf aufmerksam zu machen, dass die Enteignung des Mittelstandes sich ja immer zur politischen Radikalveränderungen geführt hat. Und das ist auch der Einstieg da. Für mich war der Zugang zu dieser Frage, ja, natürlich, hat mich schon 84 geärgert über das Gedenken an 34er Jahre. Aber ich habe eigentlich, ich gebe es zu, schon irgendwo zur Kenntnis genommen, dass man über diese Zwischenkriegszeit nicht spricht und über den Ständestaat und so weiter. Aber jetzt, wo man beginnt, Menschen, die im aktiven Widerstand waren, zu verleugnen. Vor 2 Monaten hat es eine Diskussion gegeben um eine Kasernenumbenennung in Kärnten. Da hat man einen ehemaligen Politiker vorgeworfen, er war Austrofaschist, dass er nachher dann das Bundesheer aufgebaut hat, dass er ein Jahr im KZ war und so weiter. Das ist alles egal. Die werden zugeordnet zu Dingen, ja. Und dann diese verrückte Begründung, und da ist man eigentlich zu bunt geworden. Weil das heißt, man ist genau am Weg, alles, was war, nach auch die Grundlage unserer Wiederselbstständigkeit als Österreich, wiederum zu streichen. Die Leute weg, das ist nicht mehr dann eine Frage der Zeit. In Linz diskutiert man schon, ob man eine Straße nach Julius Rappe nennen kann. Der war ja auch Austrofaschist. Und so weiter. 90 Jahre ist nämlich bewusst, weil da war noch kein stiller Staat. Das war der Übergang, ja, wir kennen die Krise der damaligen Zeit.
In Deutschland ist Hitler im Jänner 33 und bestätigt mit einer Wahl Anfang März 33 auf demokratisch gewählten Wege an die Macht gekommen. Er hat keine absolute Mehrheit gehabt, aber er wurde vom demokratisch gewählten Reichspräsidenten mit der Regierungsbildung beauftragt. Österreich hat sich zur damaligen Zeit abgekoppelt und heute gedenken wir Schuld etc. Was ist alles Schreckliches passiert? Völlig recht, von 38 bis 45. Schulen fahren nach Mauthausen und so weiter, das ist heute für richtig. Kinder sind oft entsetzt, wenn sie zurückkommen und hören, weil man abkehren will von und aufmerksam machen, wie sich Terrorregime ausbreiten. Aber man erzählt ihnen nicht, was dieses Land an Widerstand geleistet hat. Dass es von den 12 Jahren der Macht des Nationalsozialismus 5 Jahre abgewehrt hat. Und dass wahnsinnig viele Leute, die in der damaligen Zeit im Staatswiderstand tätig waren, auch im Widerstand und es für viele Motivation war, dann im Widerstand 38 bis 45 tätig zu sein. Jetzt frage ich mich, was soll das bei den Jungen eigentlich erreichen? Die sich ja heute nicht einmal trauen, irgendeiner Gender-Vorschrift zu widersprechen. Und weil da könnten sie auch Noten schlechter bewertet werden. Aber sich über Leute aufregen, die sie unter Lebensgefahr vielleicht nicht gegen ein Terrorregime gewehrt haben. Statt dass man einer sagt, dass das durchaus möglich wäre. Ich habe ein paar Biografien mal angeschaut von Leuten, die aus dem Ständestaat, aus dem Engagement in diesen gekommen sind und dann tatsächlich im Widerstand tätig. Das wäre mein erstes Bild gewesen, da sind nur vier Namen drauf gestanden. Jägerstätter, kennst du den alle? Ja. Der hingerichtet wurde, weil er den Kriegsdienst in der deutschen Wehrmacht verweigert hat. Wurde auch nur halb erzählt. Wehrdienstverweigerer, ja. War er nicht. Der hat überhaupt nichts gehabt. War Mitglied in der Vaterländischen Front. Ich habe es nicht erschöpfen können, aber wahrscheinlich war er sogar auch als Sanitäter bei der Frontmiliz angemeldet. Es ist um die deutsche Wehrmacht gegangen. Und der Bischof, der ihn am meisten motiviert hat in seiner Abwehrhaltung von 33 an, Füllner, den hat man die Straßen schon umbenannt in Linz. Das war der Engagierteste in der Bischofskonferenz gegen Nationalsozialismus, der auf 33 das gegen Rassenwahn des Bischofs den Bischofsbrief mitverfasst hat. Den hat man auch schon benannt. Warum? Na, weil er Austrofaschist war. Der zweite Name, der drauf gestanden wäre, ist die Trude Unger, persönlich gekannt. Eine Medizinerin, 19 Tochter von einem Franco Bayern, der mit Dolfus sehr gut war. Der Vater war der stellvertretende Bauleiter auf der Großglutner Hochalpenstraße. Und die der Jugendorganisation vom Jungvolk der Vaterländischen Front in Salzburg geführt und ist natürlich als Junge gleich 38 verhaftet worden. Ist dann freigekommen, hat ihr Medizinstudium machen können und hat im Jahr 45 ist mit, durch Zufall mit dem Leben davongekommen, weil sie einen abgeschossenen amerikanischen Piloten eine Bluttransfusion gegeben hat und dem das Leben gerettet hat, was verboten war. Sie hat für diese mutige Tat auch eine Auszeichnung bekommen, in den USA, nicht in Österreich. Ne? Da ist ja der politische Hintergrund nicht der passende gewesen. Dann wäre da Johannes Becker drauf gestanden, Johann Virgilius Ritter von Becker,
ein österreichischer Fliegeroffizier des Ersten Weltkriegs, hochdekoriert, im später dann sowohl künstlerisch als Maler tätig, als auch als Bauingenieur in Südamerika, im Eisenbahnbau und so weiter, kehrt wieder zurück nach Österreich, ist eher liberal, demokratisch ausgerichtet, ist auch Freimaurer und siehe da, meldet sich bei der Machtübergreifung Hitlers in die Vaterländische Front und übernimmt dort die Werbeleitung. Fritz Bock, der spätere Vizekanzler, war sein Stellvertreter und ist ganz engagiert und 38 gehört er auch zu jenen, die massiv für einen bewaffneten Widerstand eintreten. Ist dann natürlich im ersten KZ-Transport dabei, kommt 41 wiederum frei und gründet die Organisation U5, auch bekannt, und überlebt dann durch Zufall die Sache. Wird im Wesentlichen eine Gasse nach Becker, gibt's nicht, ist nicht so wichtig. Wir kennen das ja, jetzt mache ich noch einen Blick in ein Ausland, das die Älteren noch kennen, die DDR. Nicht? Dort hat man ja den Stauffenberg auch nicht geehrt, weil er von der falschen politischen Seite gekommen ist im Widerstand. Ja, und dann würde ich auch noch den Leopold Figl erwähnen, nicht? Der ja auch Funktionär war. Des Ständestaats, des Bauernbunds, sofort ins KZ gekommen ist, mit Mühe und Zufall nach der zweiten Verhaftung, nach dem 20. Juli Putsch 44, wo man ja da alle wieder eingesammelt hat, mit Mühe und Zufall mit dem Leben davon gekommen, erster Bundeskanzler der Zweiten Republik, Außenminister definiert, Österreich ist frei mit dem Staatsvertrag. Nicht am 27. April bei der Wiedergründung, sondern mit dem Staatsvertrag. Und das ist bei ihm auch ein Lebensabschnitt. Die Freiheit wird eingeschränkt mit dem März 1938. Es kommt dann durch den österreichischen Staatswiderstand, durch den Widerstand zur Moskauer Deklaration, die die Selbstständigkeit Österreichs wiederum 1943 ankündigt. Am 27. April wird die Zweite Republik wieder gegründet. In Innsbruck gelingt es, die Nazi-Herrschaft zuerst zu vertreiben. Auch in einigen Orten in Vorarlberg. Ich habe das Bild, das hätte ich aber eh nicht gefunden, das habe ich gesehen, dass in der bekannten Bild von Lech am Auerberg dann die große rot-weiß-rote Fahne mit Gruppenkreuz wieder aufgehängt wurde. Und am 15. Mai 1955 ist es dann endgültig frei. Das war der Ablauf. Und heute neigen wir dazu, alle diese Leute, Raab, Figl, Gorbach, Bock und so weiter, die den Staatswiderstand mitgetragen haben, nicht nur die umgekommen sind, Schuschnigg und Dollfuss, der umgekommen ist dabei und so weiter, einfach wegzuwischen, obwohl sie an der Errichtung der Republik massiv beteiligt waren. Und in dieser Moskauer Deklaration entschließen sich die Alliierten dazu, Österreich, das ist keine Propaganda-Erfindung Österreichs, sondern Österreich als Hitlers erstes Opfer darzustellen und auch darauf hinzuweisen, dass es zum Widerstand beizutragen hat. Sie haben wesentlich mehr beigetragen als andere
Länder und Leute in Frankreich wahrscheinlich ausgenommen. Was auch von der Vorläuferorganisation der CIA, von OSS, in ihrer Dokumentation so entsprechend festgehalten wurde. Ich tue es deshalb mit 1933, weil am 19. Juni 1933 Österreich das erste Land der Welt ist, das die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei verbietet. Ja, da hat es noch nahestehende ausländische Organisationen gegeben, die sich auch so nennen, in England bis in Großbritannien bis weit ins Jahr 39 hinein und so weiter. Österreich war das erste Land, das es verboten hat. Und ich halte es überhaupt nicht für schwierig, sozusagen, darauf aufmerksam zu machen, dass du dein Drittel der Leute durchaus aufgeschlossen waren gegenüber dem Nationalsozialismus. Das kennen wir ja, hybride Kriegführung. Ich habe eine fünfte Kolonne, mit der unterwandere ich an vielen Bereichen, versuche ihn zu stürzen und so weiter. Ich nehme an, dass ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung durchaus auch russisch war, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Einmarsch und der militärische Widerstand stattgefunden hat. Das nur zum heutigen politischen Vergleich. Aber, und noch ein Hinweis auf diesen Widerstand, 19. Juni 1933, der wahrscheinlich in jedem anderen Land der Welt entsprechend gefeiert oder in Erinnerung gerufen werden würde, in Dänemark, in anderen, aber die haben die Gelegenheit heute in diesem Ausmaß wie Österreich gehabt. Und parallel zu dieser Übernahme der Macht durch Hitler, die er ja dann sehr undemokratisch ausnützt, auch mit diesem vermutlich inszenierten Reichstagsbrand, der zum Ermächtigungsgesetz führt, zeichnet sich in Österreich ab. Wir kriegen bei Gemeinderatswahlen, es hatte damals noch kein NS-Mandat gegeben, wir müssen schauen, dass es jetzt nicht zu Wahlen kommt. Fritz Bock, den ich erwähnt habe, Vizekanzler ehemaliger, bis weit in die Zweite Republik tätig, hat das nur 1984 betont, ist angegriffen worden in der Berufung. Wir haben ja gesagt, wir lassen die Nazis nicht wählen. Daher war es richtig dort, das Wählen auszusetzen, damit es nicht auf demokratischen Weg auf die Macht kommen, mit relativer Mehrheit, so wie es in Deutschland geschehen ist. Und man weiß ja, wie sie dann nicht wählen haben dürfen und die Partei verboten war, 1945, hat keiner der vorherigen Stimmbestandsfunktionäre etwas gegen Wahlen gehabt. Und die Bevölkerung hat sich auch noch erinnern können. Sie haben die absolute Mehrheit bekommen. Jetzt möchte ich aber ein bisschen was abweichen, wie es zu dieser im Vorfeld zu dieser politischen Entwicklung überhaupt gekommen ist und wie man sie beurteilt. Wenn man heute sozusagen mit Entsetzen hört, Demokratie, liberale Demokratie wird ja abgeschafft. Ja, muss man hinterfragen heute und so weiter. Meine Behauptung oder meine Aufmerksamkeit ist, liberale Demokratie war nicht das Supersystem, wie es von den Leuten in den 1920er und in den 1930er Jahren gesehen wurde als das Ideal. Die liberalen Demokratien haben den Ersten Weltkrieg gewonnen und haben das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn zerschlagen. Sie haben mit der Ankündigung des Selbstbestimmungsrechts der Völker nicht dazu gesagt, dass dort die Verlierer
Völker gemeint sind, ja, oder die dazugehören. Man hat es damals noch gar nicht gewusst, dass man Böhmen mehr an die deutschsprachige Bevölkerung oder in Südtirol verlieren wird. Und dann noch etwas, das so wie es militärisch immer sehr interessierten und auch engagierten, wie in den Demokratien, Italien, Frankreich, die Truppen behandelt wurden, wäre in Österreich, Ungarn undenkbar gewesen. Wo, wenn ein Angriff nicht funktioniert hat, jeden Zehnten erschossen hat, damit sie es merken und so weiter. Das war Volksherrschaft, Demokratie. Demokratie war nicht so beliebt bei den Leuten. Und was haben die Leute gemerkt in diesen Verliererstaaten, die sie ja zum Teil selbstständig gebildet haben, jetzt als die Nachfolger von Österreich, Ungarn und so weiter? Was haben die gemerkt, dass ihre neue Regierung, liberale, demokratische Organisationen, sie nicht lernen können? Konnten es auch nicht, ist ja kein Vorwurf. Aber es haben die Leute registriert. Sie haben es gemerkt, dazwischen ist der Mittelstand enteignet worden, schon vor der großen Inflation, das hat schon angefangen mit den Kriegsanleihen, also von 14 bis 18 ist die Krone im Wert auf, glaube ich, 16% oder was gesunken. Finanzierung eines Krieges durch Anleihen oder durch Enteignung des Mittelstandes kommt ja mehrfach in der Geschichte vor und führt immer wieder zu politischen Umwälzungen. Das heißt, man hat vor allem, nicht nur, aber vor allem in diesen Verliererstaaten auch nach anderen Systemen, politischen Systemen, weil ja die bestehenden, die konstitutionelle Monarchie gestürzt wurde, nach neuen Systemen gesucht. Und da hat es mehrere Auswüchse gegeben, wo Totalitarismus rausgekommen ist. Und das finde ich den großen Unterschied zu den autoritären Systemen. Wo ist der Totalitarismus als erstes, also 17, 18 in der Sowjetunion, der eine der schrecklichsten Regime, die in Wahrheit mit Abmilderung nach Stalin dann, aber in Wahrheit bis 1990 existiert hat. 1922, 1923 ist es in der Siegermacht Italien, die aber eigentlich wirtschaftspolitisch wahnsinnige Schwierigkeiten hatten. Wahnsinnige Schwierigkeiten, was die Behandlung des Volkes betrifft. Und da hat sich aus Angst auch vor sozialistisch-kommunistischen Aufstand hat sich gebildet der Faschismus. Dort ist der Ausdruck recht. Das hat der ehemalige Sozialist Mussolini so genannt. Und hier auch mit einem entsprechenden Ansatz, wo sich für mich ein totalitäres System von anderen, auch autoritären, unterscheidet, mit Eingriff in das private Leben der einzelnen Leute. Hat nicht so krass funktioniert wie in der Sowjetunion oder im Deutschen Reich dann, war halt italienisch, nicht? Aber war auch so, dass es also keine freien Verbände, freien Vereine gegeben hat, ein eher staatlich gelenktes Wirtschaftswesen und so weiter. Durchaus in den ersten 10 Jahren bei aller Wiesenbehandlung politisch andersdenkender, durchaus auch mit den einen oder anderen Erfolg. Das darf man heute als Demokrat nicht sagen, daher zitiere ich nur Churchill, der in seinen Memoiren schreibt, na, in Italien hat dann wenigstens ist die Eisenbahn wieder einmal pünktlich gefahren. Wäre interessant, was er heute über Deutschland schreibt. Oder zum Beispiel, es war das einzige Regime, wo die Mafia in Sizilien im Griff behalten wurde und daher sind auch viele von diesen Familien noch in die USA ausgewandert. Aber das ist ja nebenbei. Auch das muss man als totalitäres Regime bezeichnen.
und über den Nationalsozialismus, der bis zum Jahr 30 kein Mandat gehabt hat, ist dann wahrscheinlich aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise, Weltwirtschaftskrise, der Nationalsozialismus in Deutschland an die Macht gekommen, der also dieses vom Hitler bewunderte faschistische System dann wirklich zu 100% umgesetzt hat, Vereine, Verbände aufgelöst. Also individuelles Denken wurde sozusagen, genauso wie in der Sowjetunion, untersagt. Und für Österreich, zu dem kehre ich wieder zurück, war das der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, nein, stopp, das darf hier nicht geschehen. Ich werfe keinen historischen Meinen vorwerfen. Ich halte es für falsch, Politiker zu kritisieren, die vor 1933 für einen Zusammenschluss mit dem Deutschen Reich waren. Im Gegenteil, das war also ein österreichisches Konzept, bis auf die Legitimisten waren eigentlich alle republikgründenden Parteien der Meinung, wir treten als Deutsch-Österreich der neu gegründeten das Deutsche Reich war ja nicht neu gegründet, ist in der Republik verwandelt worden, Rechtsstaat, parlamentarisch, föderalistisch, dort hat sich die Sozialdemokratie also nicht totalitär entwickelt wie in Russland, sondern dort hat man das anders gemacht. Daher verwende ich für mich auch nie den Ausdruck Anschluss bevorher, sondern eher Beitritt, der durchaus sinnvoll und möglich gewesen wäre. Die Alliierten haben das verhindert, des Ersten Weltkriegs. Sie haben dafür über den Völkerbund zweimal mit Anleihen fest unterstützen müssen. Und 1931 war dann noch einmal der Versuch, zwischen Österreich und dem Deutschen Reich mit einer Zollunion eine Art Wirtschafts- und Finanzunion zu bieten. Jetzt mache ich als Nicht-Historiker, wir wissen natürlich nicht, wie es ausgegangen wäre, aber möglicherweise hätte das die mit einer Wirtschaftserholung die Radikalisierung verhindert an vielen Bereichen. Das war den Alliierten zu gefährlich. Aber 7 Jahre später sind sie einfach umgefallen und haben niemanden mehr beschützt. Auch das wurde noch vergessen und darf man nicht vergessen. Und bei uns wurde unmittelbar nach diesem Eintritt verhindert, dass wir wollen selbstständig bleiben, haben uns durchaus als deutsches Volk gefühlt, ohne den nationalen Wahn der Italiener und den rassistischen des Deutschen Reichs, des Dritten Reichs zu übernehmen, haben uns hier als besseres Land dazu geführt, vorgeführt. Das wurde vom Dritten Reich, ich habe es schon einmal erwähnt, meiner Ansicht nach mit hybrider Kriegsführung bekämpft. Was verstehe ich darunter? Militärische Bedrohung, Aufmarsch der Legion, also diese Truppe der geflohenen Nazis, der österreichischen Legion, glaubt jeder, ja, im Juli, Putsch, ja, schon beim Februar haben sie mitgemacht, das erwähnt man heute nicht so gern. Also, bevor noch der Schutzbund im Hotel Schiff zum Schießen aufgefangen hat, die Polizei, ist die österreichische Legion in NS-Deutschland schon alarmiert gewesen und für einen Marsch bereit. Dann der Wirtschaftskrieg, 1000 Mark Sperre, wären ungefähr 4200 Euro jetzt, die wir zahlen müssen für einen Urlaub in Österreich, Exportverbote und die schon erwähnte Unterwanderung in der hybriden Kriegführung. So, und jetzt noch einmal zu den
Staats zu den Politikformen. Ich habe die liberalen Demokratien und die totalitären Staaten erwähnt. Interessant ist aber, dass alle anderen Länder dazwischen, bis auf die Tschechoslowakei, demonstrierende deutschsprachige haben auch geschossen, aber im Prinzip ist Demokratie, ist parlamentarische Demokratie geblieben. Alle anderen Staaten dazwischen haben sich irgendwelche autoritären Systeme ausgesucht. Das ist von den baltischen Ländern aus Angst, die Polen, aus Angst vor der russischen Bedrohung, interessanterweise in diesem Abschnitt Balkan, brauche ich nicht erzählen, ist eher selbstverständlich, dann ist noch dazugekommen, das hätte jetzt auch auf einer Landkarte jetzt gesehen, aber jeder kann sich die Europakarten vorstellen. Portugal ist in den Anfang der 30er Jahren auch in einer Art, könnte man sagen, ständig staatliches System eher zurückgehalten, nach dem Bürgerkrieg in Spanien ist auch dieses zu einem autoritären System umgewandelt worden. Schon 1932, da hat der Mussolini den Nationalsozialismus noch abgelehnt und Hitler und das Deutsche Reich verachtet, weil er sich nach wie vor als Siegermacht des Ersten Weltkriegs gefühlt hat. Ja, schon 1932 hat die Komintern aber gefunden, man sollte alle diese Systeme als faschistisch bezeichnen. Und das muss man sagen, obwohl es die nicht mehr gibt, die kommunistische International, das ist ihnen wirklich gelungen. Wahrscheinlich ist es nicht nur darum gegangen, Gegner, möglichst viele auszumachen, sondern den Begriff des Sozialismus im Nationalsozialismus möglichst wegzukriegen. Und plötzlich sind die Italiener mit bei ganz anderen Regimen, ja, Horthy in Ungarn, die Bekämpften auf dem Balkan, auf der anderen Seite Albanien, Serbien und so weiter, das haben plötzlich alle den Faschismusbegriff umkämpft bekommen. Und nur eigentlich keiner den nachmachen wollte. Ne? Man hat ihn schon in Österreich antifaschistisch bekämpft, nicht? Bis weit in die 60er Jahre. Befreiungsausschuss für Südtirol und Südtiroler Volkspartei, das sind für mich die bekannten antifaschistischen Bewegungen, weil damals die DC-Regierung, die Italien versucht hat, die Mussolini-Linie bis weit in die 60er Jahre fortzusetzen, der nationalen autoritären Italienisierung dieses Landes. Aber das ist nur nebenbei. Bei uns hat sich herausgebildet, wie immer, eigentlich nicht mit großem Plan und Ideologie, muss man hier auch das spricht, gegen Faschismus oder gegen einen Faschismusbegriff, sondern man hat die Ausschaltung des Parlaments genutzt, um heute keine Wahlen zustande kommen zu lassen. Man hat dann verhandelt mit aufgeschlossenen Sozialdemokraten aus dem Niederösterreich, Oskar Helmer zum Beispiel, der nachher Innenminister war, hat wahrscheinlich, kann man das heute als Fehler bezeichnen, auch die sozialdemokratische Gewerkschaft nicht so ernst genommen, die vielleicht an einen Kompromiss interessiert gewesen wären, wir wissen es nicht. Die Parteiführung hat sich nichts getraut, das muss man auch wissen von den Sozialdemokraten. Auf der einen Seite haben sie die Teile des Schutzbunds gehabt, die gesagt haben, Aufstand mit Generalstreik und Volkserhebung, das ist bekanntlich nicht zustande gekommen.
Und auf der anderen Seite die Parteiführung, die nicht gesagt hat, nein, wir machen eine andere Linie, zumindest bis wir den Nationalsozialismus gemeinsam besiegt haben, sondern die haben gar nichts gemacht in dem Fall. Das ist immer schlecht. Und dann ist eben dieser Aufstand in Linz ausgebrochen. Ja, wenn man heute schon das so beurteilt und Demokratie und so weiter, dann erlaube ich mir auch einen Augenblick ein bisschen aus der heutigen Sicht drauf zu legen. Ne? Wenn ich den Spiegel lese oder ZDF höre und so weiter und man findet bei einem sogenannten Reichsbürger eine angemeldete Schrottflinte, dann ist das selbstverständlich, dass der Staat eingreift und einen politisch Andersdenkenden nicht bewaffnet lässt. Ja, das haben wir auch gemacht am 12. Februar. Politisch mit Aufstand der Runde sollte nicht bewaffnet sein. Und das habe ich schon erwähnt, parallel dazu ist die österreichische Legion, die nationalsozialistische in Deutschland, gleich alarmiert worden und kommt schon zustande. Na, es hat nicht so funktioniert, und erst nach diesem wurde am 1. Mai 1934 das autoritäre Regime, der ständige Staat, mit einem eher korporatistischen System, wo viele auch sagen, nachher gesagt haben, in den 50er Jahren war ja Sozialpartnerschaft, wurde da begründet, nicht wirklich funktionieren, muss man auch dazu sagen, im vollen Umfang umgesetzt in dieser Zeit, aber es war der Versuch da. Der Aufstandsführer in Oberösterreich ist von einem illegalen Nazi aus dem Gefängnis befreit worden, der Bernaschek, und der ist dann im Deutschen Reich herumgereicht worden, wo er als großer Arbeiteraufständler, siehe da, seine großen Veranstaltungen hatte. Später hat sich dann herausgestellt, der Herr Sichelrader, der Bürgermeister von Steyr, übernimmt auch eine Funktion in der Nationalsozialistischen Partei, und der Herr Schrangl, ein sozialdemokratischer Landtagsabgeordneter, hat dann ebenfalls eine Funktion, 38 bis 45. Hat aber nicht gestört, die sind nach 45 wieder in der Sozialdemokratischen Partei sicher unterkommen. Genauso wie der Architekt des Karl-Marx-Hofes, der Lehner, Freund von Albert Speer, einer der beliebtesten Architekten des Dritten Reichs, 46 dann gleich wieder Gesipper-Direktor geworden ist. Also solche Sachen waren ja keine Austrofaschisten. Ne? Und das ist vielleicht der Geschichte zu beschreiben. 25. Juli ist dann der Nazi-Putsch, der Dollfuss das Leben kostet. Auf der Trauerfeier, das wäre ja auch ein Bild gewesen, was ich erzählt habe, auf der Trauerfeier, das könnt ihr auch im Geschichtsbild sehen, auf der Trauerfeier waren genauso viele Leute am Heldenplatz wie im März 38. Und im Gegensatz zum, behaupte ich, zum März 38 werden da aus den Wiener Stadtwerke betrieben keine Leute mit eher Zwangseinladung hingeführt worden sein. Es gibt eine Menge Propaganda Zweck drüber, das ist Dollfuss wird geehrt, die Welt ist entsetzt über das, das wissen wir auch aus der internationalen Literatur. Der Begriff Held, der propagandistisch genutzt wurde, wird geprägt, und zwar vom jüdischen Familienblatt als erstes, weil die haben relativ rasch überzogen, dass sie jemanden brauchen, einen marschierten katholischen Politiker, der sich gegen den Rassenwahn des Nationalsozialismus schützt. Damals hat man ja schon ein Jahr lang beobachten können, wie es in Deutschland zugeht, und dass ja viele Leute dann schon damals nach Österreich geflohen sind und hier
im Austrofaschismus unter Anführungszeichen um Asyl angesucht haben. Nachher kommt es also zu dieser Änderung der hybriden Kriegführung. Eines sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, was es heute leicht macht bei der Geschichtsfälschung, wenn man sich darunter versteckt. In Deutschland war die Entwicklung anders. In Deutschland hat die SPD gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt, wurde dann relativ rasch verboten, schnell verboten, und nicht das Zentrum, das wäre ein falscher Vorwurf, aber der Herr von Papen hat versucht, sich über einen Kompromiss oder Kollaboration mit Hitler zu arrangieren. Bei uns war es umgekehrt. Bei uns hat die christlich-soziale Seite sich gegen den Nationalsozialismus von allen Seiten gestellt. Hat dann in Folge des Stimme Staatsgründung der Vaterländischen Front, die keine Ideologie, weder totalitäre noch faschistisch, sonst sondern war eine Organisationssache. Und man hat zu dem Zeitpunkt dann auch versucht, das Bundesheer wieder aufzubauen. Vielleicht auch einige Anmerkungen dazu, das wäre Verteidigungspolitik wahrscheinlich ein eigener Abend, aber da will ich nicht fantasieren, aber einige Anmerkungen dazu. Das Saint-Germain-Diktat hat uns 30.000 Leute, Berufssoldaten, nicht, keine Reservisten und so weiter, einschließlich der Beamten und so weiter zugestanden. Österreich hat bis 1932 22.000 geschafft. Gleichzeitig hat es hunderttausende Infanteriebewaffnete, die in den Wehrverbänden gegeben. Sodass ich die Ausrede sozusagen, ja, Österreich hat nicht das Geld gehabt für mich, für seine Verteidigung zu sorgen. Ja, die Wehrverbände sind aus der gleichen Volkswirtschaft bezahlt und organisiert worden. Die Politik war unfähig, weiter zu denken, dass man eine Verteidigungsfähigkeit brauchen könnte. Ist doch völlig klar, die Alliierten wollten nicht, dass man stark wird, und vom Deutschen Reich, dort haben wir einen durchaus berechtigt einen Zusammenschluss gesucht. Dass sich die politische Lage plötzlich ändern könnte, aber ich in dieser Zeit dann nicht ein Heer aufbauen kann, sondern dass ich dafür Jahre brauche, hat man einfach nicht beachtet. Und das muss ich sagen, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kann mich noch erinnern, wie wir niedergefahren haben, das Österreich, die 60er, die Drohnenangriffe und so weiter, Luftwaffe, ich weiß. Wir haben die Nachkampffähigkeit des Eurofighter abgeschafft, wir haben die Miliz runtergefahren und so weiter. Da hast du gesagt, 10 Jahre haben wir Zeit, wie man es will, 10 Jahre, wenn sich die sicherheitspolitische Lage ändert. Also seit Februar 22 sagt das keiner mehr, und jetzt versuchen sie halt auch relativ rasch, vielleicht ein bisschen nachzurücken, was beim Bundesheer dann auch gelungen ist, aber nicht in dem Ausmaß, wie es wahrscheinlich notwendig gewesen wäre. Blick auf Mussolini, erinnert ist in den Memoiren von Libitzky, der damals Militärattaché war und später einer der Gründer des Bundesheeres, als General, den hat der Mussolini im 36er Jahr gerufen, hat angedeutet, dass er jetzt die Seite war. 34 hat er ja noch den Deutschen Reich gedroht, wenn sie in Österreich einmarschieren, würde er es mit Armee unterstützen, Österreich. War also mehr oder weniger von den Alliierten dafür zuständig. Ja. Und mit dem Abyssinienkrieg ist er dann auf die andere Seite geholt worden von Hitler, der ihn immer umgarnt hat. Und da hat er 36 den Militärattaché getroffen und gesagt,
Ihr habt 2 Jahre Zeit. 37 wird nichts passieren, eine Veränderung. Aber 38 sehe ich eine Gefahr für die österreichische Selbstständigkeit. Nimmt seine Anleihe, baut 250.000 Mann auf und 20 Divisionen. Wir haben aufgebaut, aber natürlich wie immer auf halben Mitteln und auf halben Wegen. Das große Grundsatz österreichischer Sicherheitspolitik. Wir haben 7 Divisionen, eine Schlägerdivision, das ist eine gepanzerte, wir haben Luftstreitkräfte zusammengebracht, wir haben eine Frontwind zusammengebracht. Und im 38er Jahr war dann, wenn ich den Sprung mache, waren etwa 60.000 Leute da. Es hat den ausgearbeiteten Jansa-Plan gegeben, der also an der Traun und an der Enns verteidigt hätte, mit Unterstützung aus den anderen Bereichen. Manche Beurteiler sagen, es wäre gescheit gewesen, wenn man es gemacht hätte. Ich mache in dem Punkt immer den Hinweis auf die Ukraine. Wahrscheinlich wäre es gescheit gewesen. Zumindest wäre es nicht möglich gewesen, 5 Jahre Staatswiderstand, der ja durchaus erfolgreich war. Nicht? 12 Jahre Nationalsozialismus im Deutschen Reich, 7 Jahre, ist auch jeder Tag zu viel, aber 7 Jahre in Österreich. 5 Jahre Staatswiderstand in Vergessenheit geraten zu lassen. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen wäre mit den 60.000 Mann. In der deutschen Wehrmacht waren einige der Meinung, das hätte schon bei Hitler auf Widerstand stoßen können. Es ist deshalb nicht, also der Widerstand der Wehrmachtsführung, die ja da rein auch abgelöst wurde, die Konservative, wäre vielleicht ausgelöst worden. Wir wissen es nicht. Das ist alles Spekulation. Aber wir hätten, wenn man das gemacht hätte, beim Ausrufen der Abstimmung, die ja dann auch gehört, mobil machen müssen. 14 Tage vorher hätte es gebraucht. Und Munition hätten wir für 2 bis 3 Tage gehabt, ein schwerer Munition. Das ist der Hintergrund, der dann doch zu der politischen Entscheidung geführt hat, zu spät. Auch etwas, was man daraus mitnehmen muss, wenn ich auf Hop oder Drop von einer politischen Entscheidung abhängig bin, ist es meistens zu spät. 1968 war bei der Tschechenkrise, war innerhalb weniger Stunden die Alarmierung funktioniert, aber die Regierung war sich nicht einig, ob der Bundespräsident oder die Regierung ausschickt, und dann hat es noch einmal 24 Stunden gedauert, bis man zur Fehlentscheidung gekommen ist, den Grenzschutz von der Grenze zurückzuziehen und so weiter. Das sind also Dinge, aus denen man durchaus heute, und das ist ja für mich auch Auftrag der Geschichte, meiner Meinung nach lernen könnte. Wenn ich weiß, ich bin schon jetzt sehr lang, aber ich wollte noch zum Schluss darauf hinweisen, was jetzt geschieht in der die Moskauer Deklaration hat die vollständige Wiederherstellung der Selbstständigkeit bewirkt. Diese Frage sollten wir heute nicht übersehen. Ich mache noch einen aktuellen Hinweis. Ich habe schon erwähnt, die Sache mit dem Ferdinand Graf, wo man sagt, man tut einen Staatsfunktionär im Ständestaat nicht ehren, also auch wenn der im Widerstand war, und mit dem absurden Vorwurf, dass er zwar Kärntner Politiker auch nach dem Krieg mit Nazis geredet hat. Ne? Also ich will keine
keine Bemerkung über Kärnten machen und so, weil ich glaube, das hätte taubstumm sein müssen. Ne? Weil man hat, und das nehme ich jetzt für mich vom Alter her in Anspruch, und weißt du, mich aus den 70er Jahren zitiert hast, man hat meiner Meinung nach bewusst gewartet, bis die Zeitzeugen aussterben. Man hat bewusst gewartet, bis die Historiker, die mit Zeitzeugen noch Gespräche geführt haben, noch emeritiert sind und keine Positionen mehr, keine Originalien mehr besetzen und so weiter. Man hat bewusst gewartet. Man strebt diese Fälschung an, die passiert nicht. Und ich habe jetzt, und wenn wir Teufels erwähnen, wir haben in Dexingtal in Niederösterreich die Diskussion über das Teufelsmuseum. Da wird ein Verein namens Merkwürdig beauftragt, sich das Ganze anzuschauen. Ja, die machen dort Diskussionen mit den Leuten, schicken den überforderten, weil nicht unterstützten Bürgermeistern und Gemeinderäten Sachen aus, was sie schreiben wollen. Ja, da wird viel über die aus heutiger Sicht innenpolitischen Fehler des Ständerstaatsspruchs und der Zensurbestimmungen und so weiter. Grundrechtseinschränkungen, ja, das steht aber nicht, warum. Nicht, dass ich in einem Land, wo ich zur Virenbekämpfung Grundrechte einschränken kann, dass ich sie zur Nazi-Bekämpfung auch machen könnte. Nicht? Das kommt dort nicht vor. Wenn Sie das durchlesen, haben Sie das Gefühl, Merkwürdig will vor allem den Nationalsozialismus verharmlosen. Weil es war ja an dem, die Dinge nicht zu erwähnen, ist ja von SPÖ und FPÖ gleichermaßen in den 50er, 60er Jahren irgendwo vorangetrieben worden. Und dann schreibt dieser Verdammt, ist dieser Verein Merkwürdig auch noch mit dem Arbeitsmuseum in Steyr zusammen. Nicht? Steyr habe ich schon früher erwähnt, dort haben sie eine besonders enge Kooperation zwischen Rot und Braun in den 30er Jahren schon immer gehabt. Und dann machen sie ein Pressegespräch für die Nöllen, ja, in einem Gasthaus und dann gehen her, der Herr Dr. Hauer, der diesen Merkwürdig umfüllt und lässt hinten das Kreuz abhängen. Vor dem. Das hat es auch schon gegeben, 38. In öffentlichen, nicht öffentlichen Gebäuden, bei offiziellen Gebäuden. Ja, und dann wird der Helden diskutieren mit den Leuten, das ist wirklich ein Heldenbegriff, das weiß ich schon, da habe ich schon gesagt, propagandistisch. Wird aber nicht erwähnt, dass die jüdische Familie ist. Also irgendwie sind so viele Zufälle, ein bisschen viele Zufälle. Und da geht es nicht nur darum, dass man jemanden schlecht macht, sondern da will man bewusst die Gegner des Nationalsozialismus unter eine Decke stecken und damit den Nationalsozialismus verhandelt. Ja, verharmlosen. Mein letztes Bild wäre gewesen, cui bono. Wem nützt das Ganze? Und ich habe hier ein paar Vermutungen. Ganz kurz. Während des Ukraine-Kriegs, ja, hat Medvedev jetzt gesagt, man muss wieder über die Besatzungszonen nachdenken. Vorgestern oder vor drei Tagen hat die Sprecherin des russischen Außenministers gesagt, dass Österreich, wenn es seine Neutralität aufgibt, seine Selbstständigkeit vorbringt. Das klingt alles sehr fern. Ja. Aber zu so einem Zeitpunkt, die Grundlage der Moskauer Deklaration in Frage zu stellen oder das Ganze hineinzuschieben, ist entweder dumm oder sehr intelligent. Bewusst. Die zweite Möglichkeit, wenn Sie
heute die EU-Politik anschauen, dann glaube ich nicht, dass halt die ganze Linie darauf ausgerichtet ist, das föderalistische Subsidiaritätsprinzip, das vor allem alles Mocken sehr verlangt hat, hier tatsächlich weiterhin umzusetzen. Vielleicht strebt man eine zentralistischere Lösung an und man hat an der Selbstständigkeit einzelner Staaten gar kein Interesse. Dritte Vermutung oder Möglichkeit, die ich stelle. Es vermuten immer mehr Leute, dass es in Richtung einer neuen totalitären Umgestaltung des demokratischen Wesens in Europa gehen könnte. Ich zitiere hier Gudula Walterskirchen und so weiter. Ja. Der Mittelstand, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, wenn der enteignet wird, weiß man nicht, wie es ausgeht und so weiter. Ich sage es ehrlich, zu dem Punkt habe ich mir überlegt, ich will keine Verschwörungstheorie. Soll ich das überhaupt sagen? Aber wie ich dann vor zwei Tagen gehört habe, es gibt bereits Bestrebungen, die Grundlage der europäischen Verträge mit der Führung, die sich alle halbes Jahr ändert, einfach auszusetzen und Ungarn wegzubuschen, habe ich mir gedacht, vielleicht ist da doch etwas daran, dass man hier schaut, in eher diktatorische Richtungen zu gehen, und dann ist es natürlich gut, wenn ich eine bürgerliche Richtung, wenn sie sich vielleicht heute auch nicht immer so aufführt, einmal historisch streiche. Umso eher kann ich sie dann tatsächlich auch streichen. Und meine letzte Vermutung ist, oder eine der Möglichkeiten der Antworten auf Coupon ist wieder eine historische. Karl Renner war von schwarz und roten Historikern als hochintelligenter Politiker angesehen. WLAN schreibt, dass er vor allem den Vorteil hatte, wenn Sachen diskutiert wurden, ist er schon meistens mit einem Entwurf zugekommen. Vielleicht ist ihm das gar nicht passiert mit dem Rücktritt im Nationalrat. Vielleicht hätte man das machen sollen, damit die Nazis stärker an die Macht kommen. Die haben ja im Wahlkampf 1933 gesagt, dass sie bis zum September 1933 auch das Österreich nationalsozialistisch dabei haben wollen. Das ist ein Verdacht. Das gebe ich ehrlich zu. Wenn ich aber seine Erklärungen zur Anschlussabstimmung von 1938 ausschaue, möchte ich diesen Verdacht nicht widerlegen. Das sind die Dinge zur Geschichtsfälschung in Österreich. Danke.